So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Bioshock von Wolfbert LP. Wir waren gerade auf der Jagd nach Zutaten für das Geschütz, beziehungsweise nicht das Geschütz, es liegen hier Geschütze, ich sag Geschütz. Nein, natürlich für die Bombe. Jetzt will ich gerade mal gucken, was hier unten noch ist. Weil vielleicht kann man ja hier noch ein bisschen was finden, aber sieht nicht so aus. Ja, die Bombe müssen wir nämlich zusammenbasteln, um Ryan rauszujagen, beziehungsweise die Tür zu ihm zu öffnen, weil wir wollen Ryan aufhalten. Ach so, ja, hier geht's wieder zurück zur Bombe. Ich sag viel zu oft Bombe, kann das sein? Egal. Das würde mich mal interessieren. Haben wir schon? Nein, wir haben noch nicht alle Zutaten. Das Problem ist, uns wird auch nicht erlaubt, einen Hinweis zu geben, wo wir lang müssen, sondern wir müssen das alles selber rauskriegen. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Derzeit benutze ich die Brandbolzen noch ein bisschen, man weiß ja nie. Und hier rennt doch noch jemand rum. Wo bist du? Komm her. Ah, hier kriegen wir was. Der Big Daddy hat uns ein Drahtbündel gegeben. Wow. Spider-Splicer und ich verfehle auch noch so blöd, wie ich bin. Sag mal. Wer ist hier der Satan? Sag mal, ich bin so doof, um Spider-Splicer zu treffen. Zack, Organ genommen. Organe sind positiv. So, ein Drahtbündel fehlt uns leider noch. Das wäre dann das letzte, was wir brauchen. Wo wir das hernehmen, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht finden wir es hier irgendwo. Hier vorne steht auf jeden Fall das ionische Gel. Davon fehlt uns dann noch eins. Da hatten wir ja auf dem Weg hierher schon ein paar gesehen. Vielleicht finden wir die jetzt ja auch. New Invent, gehackt ist die nicht, aber ich möchte trotzdem mal gucken. Eigentlich interessiert mich nur der Autohacker. Warum können wir den nicht herstellen? Achso, da brauchen wir vier von was auch immer das ist. Ja, Batterien, glaube ich, sind das. Nee, also bei der Schwierigkeit hack ich das Ding auch nicht. Das wäre etwas verschwendet. Wer rennt hier noch rum? Ich tue weh, wem ich möchte. Du bist, dich habe ich auch schon untersucht. Mann, ey. Ich brauche neues Zeug. Das sieht auch aus, als ob da oben irgendwie gleich einer runterspringt. Achso, nee, hier war ich ja schon. Hier habe ich alles niedergemäht. Ah, das ist eine Sucherei hier. Und hier komme ich auch nicht weiter. Dich habe ich schon ausgeplündert, schade. Ja, und hier komme ich wieder zurück. Nee, ich bin doof. Ich renne hier nur im Kreis. Da unten war ich schon. Also jetzt muss ich hier mal langsam die Orientierung finden. Ich muss eindeutig hier oben lang und suchen. Ich weiß ja, dass hier in der Nähe noch so ein... Also irgendwo hier müsste noch ein Big Daddy rumliegen. Und du hast von einem Elektroplasmid was genommen. Bolzen mit Stahlspitzen. Die freuen mich natürlich. Die sind nämlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Und hier gab es irgendwo ionisches Gel. So viel weiß ich noch. Aber hier gab es auch noch ein paar Splicer. Hinten liegen wieder ein paar Bolzen. Nehmen wir mit. Bolzen mit Stahlspitzen. Batterie, sehr schön. Ist ja für den Autohacker und jetzt ist mir gerade so das Wort im Hals stecken geblieben. Da hinten ist noch ein Safe, den hacken wir uns natürlich auch. Sofern wir die Möglichkeit dazu haben. Und die haben wir. So, so. Runter. Rüber. Und noch einmal rüber, bitte. Jawohl. Wer jetzt hätte ich auch das kleine Leben könnte, ist hier an sich egal. Aber wir haben ihn gehackt. Und was hat der Safe so? Oh, sehr schön. Ganze Menge Krimskrams. Dann nehme ich erstmal die Bolzen mit Stahlspitzen, bevor wir die jetzt voll haben. Wäre es ganz gut, wenn wir die ein bisschen verbrauchen. Hier rennt noch ein Big Daddy rum. Wie sieht es eigentlich von den Little Sisters her aus? Haben wir alle. Das bedeutet, es macht eigentlich keinen Sinn, sich jetzt mit einem Big Daddy zu prügeln. Kaffee. Wo ist Kaffee? Komm, trinke ich einen Kaffee. Njam, njam, njam. So, hier müsste aber irgendwo auch noch ein Big Daddy sein, den wir noch nicht, den wir bereits erledigt haben und von dem wir hier noch ein Draht kriegen. So ein Drahtbüschel. Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre sogar sehr, sehr gut. So, ionisches Gel wäre vielleicht ganz gut. Trinker, ja. Fallenbolzen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also der Autohacker wäre wirklich das, was mir jetzt am meisten bringen würde. Das ist sogar... Nee, das ist noch nicht gehackt. Ich dachte gerade, es wäre schon gehackt, aber nö. Zack. Elektro-Bros. So.
böses Geschütz, du musst mir gehorchen. Und vor allen Dingen musst du mir helfen. Weil falls ich einen Big Daddy wirklich nicht finden sollte, also einen, den wir noch nicht bezwungen haben, dann müssten wir ja nochmal einen töten. Und das bedeutet im Fazit, wir brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können. Denn die sind, wie ihr wisst, nicht gerade von schlechten Eltern und haben mir schon oft Probleme gemacht. Und ich möchte eigentlich auch nicht mehr von denen umbringen, als wirklich notwendig. Daher, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich hier jede Hilfe an. Und ich denke mal, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass wir noch einen Big Daddy töten. Also zumindest jetzt nicht. Man weiß ja nicht, was noch so alles kommt, bis wir hier aus Rapture rauskommen und was Ryan noch alles auf Lager hat, um uns das Leben schwer zu machen. Aber bisher sollte es eigentlich reichen mit den Big Daddies, die wir schon umgelegt haben. So, ihr seid alle auf meiner Seite, so ist das toll. Stickstoffgranaten sind immer gut. Ja, da kann ich nicht rüberspringen, schade. Es liegt da hinten noch Munition, die ich übersehen habe. So, und ein Verbandskasten. Nehme ich natürlich auch mit, Kontaktminen. Du hast auch nicht mehr dabei. Hast du noch irgendwas? Nee. Böser Houdini. Den haben wir aber ganz gut mit den Stahlspitzen erledigen können. Hm. Hier müsste aber eigentlich irgendwo doch noch... Was war das? Hier müsste eigentlich irgendwo noch was Wichtiges sein. Ist hier drin noch... Oh, neue Bolzen. Das ist schön. Bolzen sind immer gut. Aber ich sehe hier nicht wirklich jetzt noch ein Drahtbündel. Das fehlt. Und, oh, habe ich mich erschreckt. Zack. Erschreck mich doch nicht so. Das ist immer, ihr wisst ja, wie ich die Maus verziehe, wenn ich mich erschrecke. Weil ich schrecke immer, wenn ich... Ich schrecke so ein Stück zurück und ich habe euch das ja schon mal gesagt. Da meine Maus so an einer ungünstigen Position ist, ziehe ich die dann immer hier komplett weg. Ist doof. Das ist echt doof. Eve Safer, ja gut. Elektrohaut. Ich weiß gar nicht... Kampftoniker-Slot. Ja, komm, nehme ich noch einen Kampftoniker-Slot. Was haben wir denn da noch? Elektrische Entladung, Ranch Lurker, Frozen Field. Ja, ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Ja. Nehmen wir mal die Dämpfung unserer Schritte. Vorerst, ich weiß gar nicht. Oh, Electro Bolt 3. Oder Abfackeln 2. Hm. Ranch Lurker ist halt alles für mich nicht wirklich nützlich, muss ich sagen. Körperpanzerung verringert alle physischen Schäden. Das ist auch schon mal gut. Und dann nehme ich noch Winterblast. Puh. Winterblast 2 wäre natürlich auch noch... Ne, ich nehme Electrobolt. So. Der neue Electrobolt. Jetzt mit 20% mehr Schock. Dass da explodiert, das weiß ich schon. Du hast auch nichts mehr für mich. Ach Gott, ey, wo geht's denn hier weiter? Wo ist hier das Ziel? Muss da irgendwo Big Daddy oder irgendwas rumstehen, von dem man auch mal was hat? Ich meine, wir können ja hier nicht die ganze Zeit im Kreis rennen, jetzt diesen Part. Zutaten der Bombe gibt's doch eigentlich überall. Geld nehme ich gerne, dass ich den noch nicht ausgenommen habe. Verkaufsautomat, ja gut. Ich brauche nicht jetzt irgendwas. Das Einzige, was ich brauche, ist halt wirklich das letzte Drahtbündel, was uns noch fehlt. Ich habe ja auch irgendwo einen Big Daddy gehört, bloß nicht gesehen. Wenn der wenigstens hier wäre... Ja, hier wäre eigentlich noch Ionengel. Fehlt uns da nicht auch noch eins? Das würde ich nämlich dann gerade mitnehmen. So, ich gehe jetzt einfach hier lang. Vielleicht treffen wir hier ja noch einen Big Daddy oder wir haben hier drüben schon einen erledigt. Nee, hier sind wir wieder bei... Ryan zu Hause. Hier blinkt auch nichts, oder leuchtet, besser gesagt. Blinken tut hier eh selten was. Aber... Hier gibt's doch noch Splicer. So spreche ich. Der Herr von dir. Ach, da bist du. Böser Houdini. Zack. Ja, dem Big Daddy... Ich weiß nicht. Hier ist irgendwo noch einer. Hier muss noch einer rumstehen. Der Rob hat auch nichts. Wenn ich hier wenigstens einen sehen würde. Ja.
Rauchen möchte ich eigentlich nicht. Am Verkaufsautomaten, die haben auch eigentlich nie was, was ich jetzt gerade brauchen könnte. An Munition, da komme ich ja mit den Bolzen eigentlich ganz gut klar. Zack. Oh. Puh, du hast überlebt. Zack. Bist du schon tot? So. Leadhead Splicer. Geh mir bloß aus den Augen. Ah, da unten liegt er doch. Der letzte Big Daddy. Fass sie nicht an! Oh, geh mir nicht auf den Keks. Blöde Troller, oh Gott. Da hilft auch nicht so viel, was ich hier treibe. Wow. Ja, jetzt werden sie langsam hier brutal. Zack, aber mir fehlt trotzdem noch ein Drahtbündel. Oh Gott, ich hab Daddy getroffen. Das war schlecht, das war böse von mir. Dann Bienen bitte mal. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich hier echt ein Problem. Ich habe eine Kugel ionischer Schrot. Hände weg von meinem Kind! Sag aber, wenn ich jetzt Ionenschrot verballer. Ist mir jetzt gerade egal. Daddy? Au. Zack, zack. Daddy? Oh, lass mich doch mal hier weg. Daddy ist so ein Sack, ey. Ach so, ich habe Explosiv... Kein Wunder, dass das so brennt. Ich habe Explosivschrot auf den geballert. Ja, Splittergranaten wären vielleicht mal eine gute Idee. Damit kriegen wir ihn jetzt. Ich weiß zwar nicht, was gerade auf mich schießt, aber ich glaube, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Und das letzte Drahtbündel. So, mir reicht's. Das reicht mir jetzt gerade mal. Tut mir leid, wenn ich jetzt mal ruhig war. Ich habe mir gerade das Ziel durchgelesen. Verräter! Verräter! So, brenn. Langsam auf den Keks hier alles. Ich verfehle auch noch. Sag mal, ich bin zu doof, um mit Bolzen mit Stahlspitzen zu schießen. Mir sollte echt die Armbrustlizenz entzogen werden. Ja, und du bist auch schon völlig verkohlt. Ist jetzt mal gut? Nee, natürlich nicht. Also das hat jetzt echt hier gefressen, ohne Ende. Ich habe hier auch alles verballert, was ich habe. Das war echt nicht gut. Das hätte ich nicht tun dürfen. Jetzt brauche ich neue Verbandskästen und alles. Nur weil ich zu doof war zu treffen. Und vor allen Dingen, weil ich mich mit dem Big Daddy angelegt habe. Das war auch noch so eine Sache. Lag hier nicht? Ach so, nur Alkohol. Nee. Ach man, das war echt jetzt doof von mir. Da habe ich viel zu viel verballert. Aber wir haben ja an sich Kohle ohne Ende. Das bedeutet, wenn wir das nächste Mal an einem Geschäft sind, kann ich auch nochmal einkaufen gehen gerade. Das ist dann auch nicht mehr so wild. Ja, wir haben auch noch ein paar Bolzen mit Stahlspitzen. Die ziehen auch sehr viel Leben ab. Das ist ein großes Plus. Ein Schuss damit und wenn er auf den Kopf trifft, ist eh schon vorbei. Wir haben auch eigentlich gar nicht mal so wenig Munition. Warum ist hier Alarm? Sind hier wieder meine Feinde unterwegs? Ja, Houdini. Ja, aber das Sicherheitssystem hat den Houdini hier voll im Griff. Das ist sehr, sehr schön. So, wir gehen gleich weiter. Ja, ich habe jetzt kurz noch überlegt, falls ihr euch fragt, warum ich so bis hierhin rumgezuckt habe, ob ich dann nochmal zurückgehe zu so einem Heilautomaten. So, der musste jetzt von hinten ermordet werden. Oh, der hat einen Autohacker dabei, das ist schön. Wie, ich hab zu viel Geld? Portemonnaie ist voll. Also, das ist auch mal ein neuer Zustand. Man hat zu viel Geld. You invent. Autohacker kann ich mir immer noch nicht machen. Wir haben noch zu wenig Batterien. Aber hier müsste doch eigentlich irgendwo ein Heil-Item-Dingsbums stehen. Also so ein Heilkasten. Der müsste hier doch irgendwo sein. Da könnte ich mich nämlich gerade mal heilen. Oder falls hier ein normaler Verkaufsautomat ist, gerade mal mir was ankaufen. Wo muss ich denn eigentlich lang? Also, Orientierung, ne, ist ja bei mir das, was ich am wenigsten beherrsche. Also nicht mal das Nicht-Erschrecken oder das Schießen. Nein, das, was ich am wenigsten kann, ist wirklich
und das Orientieren. Aber wir haben es gefunden und wir können, glaube ich, schon die Bombe komplett zusammenbasteln. So, Ziel erreicht. Ionengel einbauen. Was? Was fehlt mir denn jetzt noch? Das EJ irgendwas. Okay, ein Teil scheint noch zu fehlen. Das habe ich irgendwie nicht mitgebracht. Ich weiß auch nicht, wo ich das genau hernehme. Also gehen wir nochmal zurück und, ja. Suchen es. Wo auch immer wir es herbekommen. Okay. Schickt mich das Ding jetzt hier rein? Ja, es scheint mich hier rüber zu schicken. Bin mir nicht sicher, also vielleicht finden wir das ja hier. Und, ja, Wogen. Ah, hier, das da ist es garantiert. Nitroglycerin. Ah, ja. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Nitroglycerin fehlte für unsere nette Bombe. In der Rohrpost ist auch nichts mehr, schade. So, ein Verbandskasten wäre jetzt echt nochmal schön. Aber diesmal hat der Pfeil uns gelotst und wir können jetzt die Bombe zusammenbasteln. Immerhin war das Zeug jetzt ganz in der Nähe. Nicht mehr... Ist ja schon wieder ein Big Daddy. Sag mal, wie viele von den Dingern laufen hier eigentlich rum? Ich habe schon so viele ermordet. Einen einfach bloß, um noch so ein Teil zu kriegen. So, aber wie wir das zusammenbauen, seht ihr im nächsten Part. Lasst mir einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.